Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Ja, oder besser gesagt, liegt im Keller rum. Ja, nicht nur im Keller, auch in der Garage. Und außerdem habe ich direkt neben meiner Drechselbank Platz geschafft. Hallo, ich bin der Andi. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich mal was Neues. Ich mache heute mal einen Vlog. Ich möchte euch zeigen, was ich gestern alles Schönes gekauft habe. Ja, ich war bei der Firma Ballas in der Nähe von Aichach. Ist mein Haus- und Hoflieferant, wenn es um Thema Drechseln geht. Naja, einfach aufgrund der Nähe. Ja, da bin ich in der halben Stunde dran. Ja, wie gesagt, ich habe gestern zugeschlagen und was genau ihr alles gekauft habt, das zeige ich euch jetzt. Ja, das erste, was ich euch zeigen will, ich habe mir eine neue, ja, Beleuchtung gekauft, ein Highlight. War vor einem Jahr bei einem Kumpel auf einer Vernissage, der drechselt auch und macht diverse Holzsachen, wirklich schöne Dinge, und der hat mir total vorgeschwärmt von dieser coolen Arbeitsleuchte. Ja. Wie ihr seht, es ist kein Kabel dran, das Ding hat einen Akku, kann man laden über USB. Es macht brutal hell. Ja, das Ding hat 10 Watt, also wenn das nicht ausreicht, um irgendwie auszuleuchten, weiß ich auch nicht. Also direkt reinschauen sollte man tunlichst vermeiden. Man kann es drosseln, ja, es hat zwei Helligkeitsstufen, Stufe 1, Stufe 2. Ja, hat dann noch irgendwelche Blinkfunktionen und SOS-Blinkfunktionen und keine Ahnung, also so Schnickschnack, den man eigentlich nicht braucht. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, es hat einen Output, also man kann theoretisch auch sein Handy dran laden. Kommt mit einem praktischen Magnetfuß, ja, sind unten eine ganze Ladung Magnete drin, also hält wie der Teufel. Ein Schwanenhals ist dabei und dann noch ein kleiner Fuß, wo man, wenn man jetzt das Ding nicht irgendwo an einem magnetischen Untergrund hinpappen kann, man das an den Fuß pappen kann und dann kann man es mit dem Fuß halt hinstellen, wo man will. Ja, das zweite drum, das ich gekauft habe, allerdings nicht beim Ballas, ich habe es mir schicken lassen, ist ein Bohrer. 25 mm, Gesamtlänge 23 mm, ich glaube 17 cm ungefähr ist dann die eigentliche ja, Bohrtiefe, die maximale. Ist ja, eigentlich hauptsächlich gedacht für meine Pfeffermühlen, ja, weil da brauche ich eine lange Bohrung, die da einmal quer durchgeht, wo dann der Pfeffer reinkommt. Das Ding nennt sich Schlangenbohrer, ja, vielleicht weil es ein bisschen ausschaut wie eine Schlange, keine Ahnung. Macht einen scharfen Eindruck, würde ich auf jeden Fall dann bei den Mühlen testen, die ich dann demnächst machen werde. Ja, dann liegt hier ein Absaugschlauch, Abschnitt 2 Meter, bin ich gerade dabei, man hört es im Hintergrund, drucken wir gerade mit dem 3D-Drucker entsprechend eine Adapter, ja, ein Adapterstück, wo ich im Endeffekt in den Schlauch schrauben kann. Ja, der hier so spiralförmig diese Metallspirale drin und möchte das Ganze dann da hinten, wie schon erwähnt, anstecken. Habe eine feste Verrohrung, ja, bereits für meine Drechselbank zum Schleifen und so weiter. Deckel auf, ist ein 110er, die N110 Rohr, möchte dann den Adapter anstecken und dann habe ich meinen Schlauch, der hier dann entsprechend festgemacht werden kann. Ja, und eben dann das andere Ende fest an der Maschine. Ja, und welche Maschine, das seht ihr jetzt dann gleich. Ja, dann machen wir uns als erstes mal über das kleinere der beiden Pakete her. Da ist zwar jetzt nicht das Hauptteil, die Maschine drin, aber ein wichtiges Teil dazu. Also packen wir mal aus. Trick dabei, wenn man sowas zusammenbaut, ist, dass man grundsätzlich die Schrauben immer erst leicht anzieht, weil wenn ich zum Beispiel die Schrauben von den Seitenteilen schon fest anzogen hätte,
wird die unter Umständen die unteren Schrauben nicht mehr reinbringen, weil es nicht passen geht. Jetzt ist nur alles beweglich, ich kann es so hinrichten, dass ich alle Schrauben reinbringe und ganz zum Schluss ziehe ich alle final an, dann passt's. So, das unsere Kiste ist schon mal fertig. Dann schauen wir jetzt hoch zur anderen Kiste. So, dann geht's jetzt an das eigentliche große Paket. Ja, und wie der eine oder andere vielleicht anhand vom Fuß schon vermutet hat, es ist eine nagelneue Bandsäge. So, die ersten zwei Teile habe ich aus dem Paket entnommen. Das ist einmal der große, schwere Maschinentisch, Gusseisen, ich denke allein der wiegt schon rund 20 Kilo. Und der Parallelanschlag, das Gesamtpaket, alles zusammen, so steht es zumindest drauf, wiegt 98 Kilo. Also allein definitiv keine Chance, den Keller zu bringen. Hier wird man auf jeden Fall jemand besorgen müssen, der mir da hilft. Die Maschine selber ist auch größtenteils das ganze Gehäuse Guss. Ein richtig schöner, massiver 1 PS Motor. Ja, das Gewicht muss ja irgendwo herkommen. Von den Maschinendaten her, für mich war relevant, dass sie eine relativ hohe Durchlasshöhe hat. Ich möchte sie nicht nur nehmen, um irgendwie meine Blanks rund zu machen, sondern vielleicht auch um kleinere Stämmchen aufzuspalten. Ja, ich bringe immerhin 23 cm in der Durchlasshöhe durch. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, was für eine Maschine ist es denn eigentlich? Es ist von der Firma Feller und der Firma Hammer die N235. Für mich als Hobby-Handwerker auf jeden Fall schon eine sehr gute Maschine. So, mittlerweile steht das gute Stück im Keller. Ich habe es auch schon auf den Unterbau drauf montiert. Ja, wird draufgestellt und dann hier über die Löcher fixiert mit 4 Imbusschrauben. Habe mir auch zusätzlich mittlerweile eine Achse, 15 mm Durchmesser, 60 cm lang und 2 Rollen aus Nylon bestellt und auch mittlerweile vorne 2 Holzfüße gedrechselt, damit das Ding dann steht. Vorteil ist, dann kann man die Maschine einfach ein bisschen flexibel bewegen. Ja, dann liegen immer noch der Parallelanschlag und der Maschinentisch rum. Den werden wir jetzt als nächstes montieren. So, da steht es also jetzt das gute Stück, fertig zusammengebaut und justiert, eingestellt, alles so wie es sein soll. Müssen wir bloß nur gucken, ob es ja funktioniert. Ja, die Säge läuft, sie tut das, was sie tun soll. Sie läuft sehr ruhig, sie ist schön leise, vorteilhaft, wenn man in einem Haus wohnt, wo andere wohnen. Ich werde auf jeden Fall viel Freude und Spaß an der Maschine haben. Ja, ihr werdet es bestimmt auch im einen oder anderen Video von mir wieder zu sehen bekommen. Ich danke euch fürs Anschauen vom Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das Video liked und teilt. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal.
Fly away to cloud 7 8.